Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Terhaak, Sie haben eben gesagt, die anonymisierte Bewerbung wäre eine heilige Kuh der alten Regierung und Sie wollten es besser machen. Jetzt sind Sie relativ kurz im Amt, das konstatieren wir auch. Aber dann sagen Sie doch wenigstens mal ein Instrument, wie Sie es besser machen wollen, wie Sie es anders machen wollen und wie es besser gehen soll. Ich habe von Ihnen in der Richtung überhaupt nichts heute gehört. Zweiter Punkt, und da wird es jetzt schon ein bisschen ernster, wo ich auch bitte, da sorgsam in der Sprache und auch im Sachverhalt mit umzugehen. Natürlich gibt es Diskriminierung auf dem Mietmarkt, es gibt Diskriminierung bei der Auswahl von Personen für Führungspersonen oder für andere Stellen im öffentlichen Dienst. Das hat auch die CDU-Fraktion eindeutig konstatiert. Und wenn das so ist, sind wir jetzt ja zumindest bis auf eine Fraktion in diesem Hause einig, dass wir dagegen was tun müssen. Das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Aspekt ist, der zu ändern ist. Und deswegen ist es auch richtig, über dieses Thema heute hier zu reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was ich allerdings falsch finde, ist, was die Staatssekretärin gemacht hat, ins Amt zu gehen, als erstes Interview dann zu sagen und Geschäftigkeit vorzutäuschen und zu sagen, ja, die anonymisierte Bewerbung hat nicht funktioniert, deswegen schaffen wir sie ab, aber wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist keine Regierungsarbeit, die seriös ist, sondern das ist pure Geschäftigkeit. Und auch ein paar Argumente mal zurechtzurücken. Geht nicht um Quoten. Niemand hat eine Quote mit der anonymisierten Bewerbung verbunden. Es ist ein Instrument, um bestimmte Ziele zu erreichen. Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen, hier wird nicht seriös gearbeitet, und das finde ich nicht in Ordnung bei diesem sehr sensiblen Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel gezielte Werbung zu machen, in die Communities zu gehen. Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen ist das geschehen. Man ist konkret auf die Bevölkerung zugegangen, hat Migranten, insbesondere aus dem türkischstämmigen Bereich, angesprochen, und deswegen ist die Quote in dem Bereich auch gestiegen. Das ist gut, das ist ein weiteres Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, und das stellen wir gar nicht in Abrede, da ist der Kollege von der CDU noch nicht mal darauf eingegangen, wäre ein sehr sinnvolles Instrument, was neben der anonymisierten Bewerbung sehr gut stehen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, und es gibt auch sehr gute Beispiele. Also jetzt so zu tun, als wenn es völlig erfolglos gewesen ist, kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Ich möchte Ihnen zwei Hinweise geben. Es gibt Untersuchungen aus Schulen, das hat mit der Frage von Geschlecht und Herkunft überhaupt nichts zu tun. Da werden Klassenarbeiten versuchsweise ohne Namensabgabe, also wo der Name separat abgegeben, bewertet. Und das führte in vielen Fällen dazu, dass Schülerinnen oder Schüler, die vorher schlechtere Noten hatten, besser bewertet worden sind, weil sie nicht schon stigmatisiert worden sind durch möglicherweise Karrieren aus anderen Schulfächern. Wir sind alle nur Menschen. Deswegen ist es doch nachvollziehbar, dieses Instrument auszuwerten und auch weiter zu probieren, um das wichtige Ziel zu erreichen. Beispiel 1. Beispiel 2. Es gibt erfolgreiche Orchester, die die Vorspiele mittlerweile so durchführen, dass sie hinter einem Vorhang stattfinden. Und das hat dazu geführt, dass Instrumente, wo klassischerweise Männer für genommen worden sind, vielfach Frauen genommen worden sind, umgekehrt auch, wo klassischerweise Frauen in die Rollen gepackt worden sind, Männer zum Zuge gekommen sind. Das sind doch Hinweise, die uns deutlich machen, dass es doch was mit der Person zu tun haben kann, mit Vorurteilen, die zugeschrieben werden und die wir ausschließen können. Und wenn es bessere Instrumente gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir da gerne drüber reden. Aber das Kind mit dem Bade auszuschütten, halten wir für völlig falsch. Das Instrument und den Vorgang zu leugnen, das ist völlig abstrus, und deswegen müssen wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Wir müssen das Instrument weiter bearbeiten, und ich hoffe, dass diese Staatssekretärin auch zur Seriosität in dem Thema zurückkehrt. Herzlichen Dank.